Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zu Textaufgaben zum Thema Umfang. Heute erkläre ich dir, wie man mit Textaufgaben überhaupt beginnt und diese löst. Ich bin Gottfried und spiele, wie ihr seht, den Meister Eder hier in meiner Tischlerwerkstätte. Und das ist Mira, ich spiele Pumuckl. Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt. Guten Morgen, Pumuckl. Hast du gut geschlafen? Nein, mein Bett ist zu klein. Oh, das reimt sich ja, aber ich fand es gut. Ja, Pumuckl, heute machen wir dein neues Bett fertig. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es sicher nicht vergesse. Pumuckl wünscht sich ein neues Bettchen, das 50 cm länger und 30 cm breiter ist als sein altes Bett, das 80 mal 55 cm misst. Neues Bett, das ist ja nett. Da brauchen wir ein langes Brett. Ja, und wie lang soll dieses Brett denn sein, Pumuckl? Ich weiß nicht. Na schau her, Pumuckl. Das ist ja ganz einfach. Wenn dein Bett 50 cm länger sein soll, dann muss dieses Brett von deinem alten Bett auch 50 cm länger sein. Das heißt, die Länge wird um 50 cm größer. Weißt du was, Pumuckl? Da machen wir uns eine Skizze dazu. Eine Skizze ist immer ganz wichtig. Eine Skizze, wenn ich sitze bei dieser Hitze. Okay, Pumuckl. Eine Skizze ist eine Zeichnung. So etwa wie diese hier. A ist die Länge von Pumuckls Bett. B die Breite. Und wenn wir jetzt das Bett um 50 cm verlängern, müssen wir etwas dazugeben, also plus rechnen. Das heißt, 80 plus 50 ist gleich 130 cm. Jetzt soll aber auch dein Bett, Pumuckl, breiter werden, um 30 cm. Wie groß ist denn dann die neue Breite B1, Pumuckl? Da muss ich überlegen. Dieser kleine Kobold. Kannst du ihm helfen? Stoppe das Video. Und berechne die neue Breite von Pumuckls Bett B1. Na, Pumuckl, wie groß ist denn nun die neue Breite B1? 85 cm. Ja, das ist richtig. Ah, da bist du ja. Ja, die neue Breite erhalten wir, indem wir zur alten Breite von 55 cm die 30 cm dazuziehen. Also plus rechnen und erhalten 55 plus 30 ist gleich 85. Oh, so schwer, ich mag nicht mehr. Ach, Pumuckl, so schwer ist es doch nicht. Das einzig Schwere ist, die richtigen Signalwörter zu erkennen. Ja, so heißen eben diese Wörter. Manche sagen auch Triggerwörter dazu. Triggerwörter, das klingt ja noch lustiger. Na, Hauptsache, du hast einen Spaß dabei, Pumuckl. Diese Signal- oder Triggerwörter, ja, also die sagen uns in einem Text, wie wir überhaupt rechnen sollen. In unserer Rechenaufgabe war das Signalwort 50 cm länger und 30 cm breiter. Aber weißt du, es gibt auch noch andere Signalwörter. Signalworte kommen sofort. Ja, sofort kommt, was fällt man da ein? Ja, größer zum Beispiel, höher oder schwerer. Das sind alles Signalworte, da musst du plus rechnen. Oh je, das kann ich mir doch niemals merken. Na, weißt du was, Pumuckl? Dann schreiben wir es uns einfach auf. Länger. Breiter, höher, schwerer, größer oder mehr als. Das sind alles Signalwörter, da musst du plus rechnen. Und wenn ich von diesem Strich den Strich wegmache, dann ist es eine Subtraktion, Pumuckl. Subtraktion? Subtraktion heißt es. Das ist die Minusrechnung, Pumuckl. Dann sag doch auch Minusrechnung. Na, von mir aus Minusrechnung.
Das sind dann die Signalwörter wie kürzer, schmäler, geringer, leichter, kleiner, weniger als. Da musst du dann immer Minus rechnen. Mach einen Punkt, das ist zu Punkt. Ja, die Punktrechnungen, dafür gibt es auch Signalwörter. Aber weißt du was, Munkel, das sind dann nicht mehr so viele. Bin ich froh. Ja, also das Doppelte, da musst du mal 2 rechnen. Und wenn es heißt das Dreifache, musst du mal 3 rechnen. Und wenn es heißt die Hälfte, dann musst du durch 2 dividieren. Und bei einem Drittel dividierst du durch 3. Ich bin völlig K.O. Ach geh, Pumuckl. Mit dieser Tabelle hast du ja einen schönen Überblick. Überblick, das ist geschickt. Ja, das ist wirklich schick, Pumuckl. Weil da können wir jetzt die richtigen langen Bretter uns suchen. Warte mal, da habe ich schon welche. Ja, die passen. Wir wissen ja schon, Pumuckl, dass dein neues Bett 130 cm lang sein soll und 85 cm breit. Ja, und wie groß ist denn jetzt der Umfang, Pumuckl? Klein U ist gleich. Ich gehe lieber spielen. Dieser kleine Kobold drückt sich schon wieder vorm Rechnen. Na, so etwas. Kannst du ihm helfen? Stoppe das Video und berechne den Umfang des neuen Bettes von Pumuckl, das 130 cm mal 85 cm misst. Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du dich schwer tust, schau dir das vorhergehende Video noch einmal an. Wenn du die Lösung gefunden hast, setze das Video wieder fort. Na Pumuckl, was hast du denn herausbekommen? 430 cm. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, Pumuckl, nicht zu wild, du schmeißt mich ja noch richtig um. So, da haben wir jetzt die richtigen Bretter. 1, 2. Sag mal, was brummt denn da so? Hörst du das auch so? Meinst du echt, das ist mein Bauch, ich hab Hunger. Meine Güte, Pumuckl, du hast recht. Schon so spät. Es ist Jausenzeit. Aber wir machen eh weiter. Freilich, Pumuckl, im nächsten Video. Da machen wir dann dein Bett fertig. Und heute Abend, da schläfst du schon in deinem größeren und vor allem auch in deinem schöneren Bettchen. Jausenzeit, es ist soweit. Tschüss. Dieser kleine Pumuckl. Ach, so etwas.